Ja, herzlich willkommen zum Podcast Power Online Mindset für die Jugendhilfe. Heute geht es um das Thema Motivation. Das ist ja immer wieder ein Thema, wenn ich immer wieder Jugendliche haben, die gerne Dinge verweigern. Und nach dem letzten Kongress war das auch der Wunsch, dass sich ein Kongress gewünscht wurde von mehreren Menschen zum Thema Motivation, Verweigerung. Den werden wir auch in Angriff nehmen. Also der nächste Kongress wird unter diesem Thema laufen. Aber hier schon mal ein Podcast zum Thema Motivation. Viel Spaß dabei. Ja, Motivation. Immer wieder ein Thema in der Jugendhilfe. Wie kann ich denn die Jugendlichen motivieren, wenn die faul auf der Couch liegen, nichts machen wollen? Und ja, ihr habt sicher schon mal von der extrinsischen und intrinsischen Motivation gehört. Also die extrinsische ist ja die, die von außen kommen. Also das sind dann wir Sozialpädagogen, Erzieher, die dann mit Belohnung oder Bestrafung kommen. Und die Dinge werden dann gemacht, um eben diese Belohnung zu bekommen oder eine Bestrafung zu vermeiden. Ja, also man möchte, die machen dann zum Beispiel den Hausputz, damit sie ihr Taschengeld bekommen. Oder kommen pünktlich nach Hause, damit sie keine Ausgangssperre bekommen oder solche Sachen. Die extrinsische Motivation ist aber geringer oder verliert immer im Gegensatz zur intrinsischen Motivation. Das ist eben die Motivation von innen heraus. Ja? Das heißt, wenn du etwas machst, was dir Spaß macht, ja, was du für sinnvoll findest, was dich irgendwie herausfordert, was interessant ist, dann machst du auf jeden Fall eher das als irgendetwas anderes, um dann die Belohnung zu bekommen. Genau, was heißt das jetzt für uns, für die Jugendhilfe? Das bedeutet, dass wir weniger auf Belohnung, Bestrafung setzen sollten, sondern eher gucken sollten, was gibt's denn bei dem Jugendlichen, was macht ihm Spaß, was macht er gerne, was ist für ihn sinnvoll und was ist sein Talent, was sind seine Fähigkeiten. Ja, ich denke jetzt gerade so an die beruflichen Sachen. Ja. Zur Schule gehen ist eher langweilig oft, weil da müssen sie eben Sachen aus allen Bereichen lernen, die sie einfach nicht interessieren. Wenn man mit ihnen aber dann ihr Talent herausfindet, ja, und einen Beruf, der sie interessiert, dann plötzlich bewegen die sich, ja, dann kommt die Motivation, dann läuft's. Also ich habe auch gerade eine Jugendliche im Kopf, die bei mir zu Hause war, die wirklich schwer vom Sofa wegzubewegen war, die am liebsten auf dem Sofa saß und nichts gemacht hätte, vielleicht noch ein Buch gelesen, aber nur nicht bewegen. Und da haben wir dann herausgefunden, also malen mochte sie schon gern, das wusste sie schon, aber wir haben dann herausgefunden, das, was sie wirklich gerne machen will, was sie für sinnvoll findet, was ihr Spaß macht, ist Tätowieren. Und wir haben ihr dann ein Praktikum gesucht im Tattoo-Studio und das war der Wahnsinn, wie sich dieses Mädchen dann bewegen konnte. Wir wohnen ja also ein bisschen in den Bergen und man braucht eigentlich immer ein Auto, um in die Stadt zu fahren. Also es dauert ein Stündchen, also zwei, glaube ich, bis zum Praktikum hat es gedauert. Und wenn wir nicht fahren konnten, ja, dann ist sie da selber gelaufen. Ja, obwohl, wie gesagt, sie ein Typ ist, der sich wirklich ungern bewegt hat. Sehr ungern. Und genau, also das war wirklich etwa so ein perfektes Beispiel, wo man gesehen hat, so extrinsische Motive haben wenig gefruchtet, schon auch, aber man hat einfach den Energieunterschied gemerkt, ja, wenn es irgendwie um eine Belohnung ging oder um eine Bestrafung, dann wurden die Sachen gemacht, aber halbherzig und nicht so wirklich.
Als es aber dann mit der intrinsischen Motivation, das Praktikum, dass es zu dem kam, da war plötzlich eine Energie dahinter, ein Feuer dahinter und da war es einfach kein Thema mehr, sie zu motivieren. Genau, also das finde ich ist das, was wir bei den Jugendlichen rausfinden müssen und dann halt eben auch gucken müssen, zu was wollen wir sie denn eigentlich motivieren? Ja, wollen wir sie zu etwas motivieren, was jetzt unseren Wertvorstellungen entspricht, aber vielleicht nicht denen des Jugendlichen, ja? Also bist du vielleicht super sportlich aktiv? Das ist ein Wert für dich, wo du sagst, das ist mir super wichtig. Aber es ist vielleicht gar nicht wichtig für den Jugendlichen, ja? Auch wenn wir wissen, Bewegung ist gesund, ja? Aber vielleicht ist es etwas, wo der Jugendliche halt überhaupt nicht der Typ dafür ist, ja? Also das sind immer so die Sachen, zu was wollen, also ich finde, das ist die erste Frage, die wir uns eigentlich stellen sollten. Wozu wollen wir den Jugendlichen eigentlich motivieren? Warum motivieren wir ihn dazu? Ist das etwas, was uns wichtig ist, ja, weil wir das jetzt irgendwie sinnvoll finden? Aber ist der Jugendliche der Typ dafür? Ist es ihm vielleicht überhaupt nicht wichtig für sein Leben und braucht er das vielleicht auch später gar nicht? Also das gilt es auch nochmal zu überdenken, weil da sind wir auch oft einfach eingefahren mit bestimmten Themen, dass wir denken, das muss so gemacht werden, weil wir das in unserem Leben so machen. Aber andere Menschen machen es vielleicht nicht so und leben genauso gut oder noch besser, wer weiß. Vielleicht ist das auch für den Jugendlichen eben nichts. Also das sind immer so die Anfangsfrage, die man sich stellen sollte. Wie wichtig ist denn das überhaupt? Das, was ich von ihm verlange oder das, was ich von ihm möchte. Genau, und dann möchte ich euch kurz das Reis-Motivationsprofil vorstellen. Das kennt ihr vielleicht auch mit den 16 Motiven. Das besagt, dass eben jeder hat diese Motive und es ist entweder mehr ausgeprägt oder weniger. Ja, also man kann da so ein richtiges Profil von einer Person erstellen. Und genau, die 16 Motive möchte ich euch einfach jetzt kurz mal vorstellen, damit ihr das so im Hinterkopf auch habt, dass jeder Jugendliche, jeder Mensch einfach anders ist und andere Motive hat auch. Ja? Und der Jugendliche jetzt nicht unbedingt deine Motive erfüllen muss, weil er vielleicht ein ganz anderes Profil hat. Genau, also fangen wir an mit dem ersten Profil, das ist die Macht. Ja? Es gibt Menschen, bei denen ist das sehr ausgeprägt. Das heißt, die möchten Einfluss haben, die möchten bestimmen. Die sind sehr dominant und wollen eben sagen, wo es lang geht oder wollen ihr Leben eben in die Hand nehmen, Verantwortung übernehmen. Und dann gibt es die, bei denen ist das Profil Macht jetzt nicht so ausgeprägt. Ja? Also die wollen sich eher lenken lassen, die wollen nicht so gerne mitdenken, die wollen eher sich so treiben lassen, sollen die anderen ruhig bestimmen und die machen dann da eben so mit, so ein bisschen die Mitläufer. Eben eher passiv, wenig dominant. Und genau, also zwischen diesen beiden Extremen kann man sich eben befinden. Das heißt zum Beispiel, wenn du jemand bist, der das für sehr wichtig empfindet, ja, und sagt, man muss Einfluss nehmen und man muss da was verändern und was tun. Aber für den Jugendlichen ist das vielleicht überhaupt nicht wichtig. Der lässt sich vielleicht eher tragen vom Leben und lässt lieber die anderen entscheiden, ja. Und das gilt es dann auch zu respektieren, finde ich. Natürlich kann man immer Anregungen geben und man kann immer in auch neue Konzepte vorstellen. Ja? Vielleicht kennt der Jugendliche das einfach nicht oder weiß, was man da was tun kann. Aber wenn es so ist, dass der Jugendliche eben
wenn da die Macht eben weniger ausgeprägt ist, dann sollte man das auch akzeptieren. Genau, das zweite Profil ist die Unabhängigkeit. Wenn das sehr ausgeprägt ist, dann ist für dich Individualität sehr wichtig, Freiheit, ja, du willst unabhängig sein. Ja, und dafür tust du auch ganz viel, ja, damit du frei und unabhängig bist. Ist die Unabhängigkeit bei dir nicht sehr ausgeprägt, dann vertraust du eher, also du gehst in Beziehungen und ja, bist da voll im Vertrauen und bist auch dann eben abhängig. Es macht dir auch nichts aus, dann abhängig zu sein von einer Firma, einem Chef, einem Partner. Genau, weil dir die Freiheit eben nicht so wichtig ist. Oder dem Jugendlichen. Da gibt es eben auch Jugendliche, denen ist es ganz wichtig, denen ist Freiheit ganz wichtig. Kenne ich ganz, ganz viele aus der Jugendhilfe, die sagen, Freiheit ist für mich das Wichtigste. Und dann gibt es Jugendliche, die wollen da eher ja, geschützt sein, in einem geschützten Rahmen. Und ja, dann macht das auch nichts aus, wenn sie da abhängig sind. Aber ja, brauchen da nicht so viel Freiheit. Ja, das dritte Motiv ist die Neugier. Ja, es gibt einfach Leute, die sind sehr neugierig. Die wollen immer wieder neues Wissen tanken. Die interessieren sich für Dinge, auch wenn das erstmal überhaupt gar keinen Nutzen hat. Ja, die haben einfach Spaß am Lernen und strengen gerne ihr Gehirn an. Ja, und sind da einfach aktiv vom Kopf her und möchten gerne ihren Kopf befüllen, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es die anderen, für die sind Taten wichtiger. Ja, also die würden sich jetzt nicht hinsetzen und was lernen, was keinen Sinn macht. Deswegen fällt ihnen auch die Schule so schwer, ja, weil sie da den Sinn dahinter nicht sehen. Ja, sie müssen sich da hinsetzen und das lernen, aber sie wissen gar nicht wofür, ja, weil sie es einfach nur nicht brauchen. Und ja, die würden einfach eher gerne etwas tun, etwas machen, anstatt ja, einfach irgendetwas zu lernen. Ja? Also da gibt es auch eben zwei Extreme. Ja, was man, finde ich, auch respektieren muss, dass es einfach Jugendliche gibt, die lieber etwas tun, die lieber mit den Händen arbeiten. Das sind halt dann eher die Handwerker, die man dann irgendwie so durch die Schule schleusen muss. Ja, und dann in den handwerklichen Beruf bringen muss, ja, wo sie dann ihren Interessen nachgehen können. Wo man dann die intrinsische Motivation eben hochholen kann. Ja, das vierte Profil ist die Anerkennung. Für viele Menschen ist Anerkennung ganz wichtig. Also die sind eigentlich nicht selbstbewusst, weil sie sind angewiesen auf die Anerkennung von außen. Dass jemand von außen sagt, ja, das hast du gut gemacht, das hast du ja, prima gemacht, toll gemacht. Ja, also die sind da sehr angewiesen und wollen deswegen auch alles perfekt machen, sind auch oft sehr unsicher deswegen, wenn etwas nicht perfekt ist. Und es gibt aber auch natürlich das andere Extrem, die sind sehr selbstsicher und denen ist die Anerkennung von außen erstmal ziemlich egal, weil eben so viel Selbstsicherheit und können sich die Anerkennung selber geben, dass sie das von außen nicht brauchen. Fallen euch bestimmt auch Beispiele ein, also mir sofort von Jugendlichen, die ja, die einfach wenig Selbstvertrauen haben und die dann sehr unsicher sind und dich tausendmal fragen, ob das auch gut so ist, in Ordnung ist. Und dann gibt es andere, die das überhaupt nicht brauchen. Ja, das fünfte Merkmal ist die Ordnung. Also für manche Menschen ist Organisation ganz wichtig. Die planen gerne, die leben gerne nach Plan und wenn der Plan mal umgeschmissen wird, dann muss gleich der nächste gemacht werden. Also die fühlen sich nur sicher, wenn alles gut organisiert ist und geplant ist und alles in Ordnung gebracht ist. Und dann gibt es das andere Extrem. Ja, die sind eher flexibel, spontan. Ich finde, das sieht man bei Kollegen auch ganz, ganz arg, dieses Gefälle, dass es wirklich Kollegen gibt, die
wahnsinnig organisiert sind, die das alles geplant haben wollen, die total auf Listen stehen und für alles neue Listen machen und das abhaken wollen. Und dann gibt es aber auch einfach andere Kollegen, die, ja, die möchten das spontan machen, flexibel machen, die brauchen da keine Pläne oder Listen, die gehen die Arbeit, gucken, was ansteht und ja, genau. Also da gibt es wirklich ja, diese beiden Extreme, aber natürlich gibt es auch immer etwas in der Mitte, ja, du musst nicht immer bei einem Extrem sein. Es gibt auch Leute, die gerne spontan und flexibel sind, aber schon einen größeren Plan haben. Das, finde ich, ist eigentlich am sinnvollsten, ne? Wenn du mit Jugendlichen arbeitest, dass du dir vorher schon so ein bisschen einen Plan machst, was könntest du halt mit den Jugendlichen machen oder was würdest du gerne machen, dann aber natürlich spontan auf die Situation reagieren kannst, ja, wenn die Situation einfach gar nicht danach ist, sondern wenn was anderes gebraucht wird, dass man dann eben umdisponieren kann. Ja, das sechste Merkmal ist Sparen. Also es gibt einmal den Typ, der gerne hortet, der nicht gerne Sachen wegschmeißt, ja, der sich wenig Sachen kauft, weil man die alten ja noch benutzen kann und die werden auch sehr gepflegt, die alten Sachen, dass die nicht kaputt gehen. Und im Gegensatz dazu gibt es das andere Extrem, die sehr großzügig sind, aber eben auch sehr verschwenderisch. Also die schmeißen gerne Sachen weg, weil man kann sich ja neue kaufen. Also da fallen mir auch einige Beispiele ein von Jugendlichen, die einfach, ja, das Geld, das sie ja auch nicht verdienen müssen, das ist ja auch immer da. Also ich finde, es ist auch ziemlich viel da für die Jugendlichen. Und ja, und das ist ja auch immer da und das kann man dann auch, also da gibt es einige, die das dann gerne verschwenden. Natürlich gibt es auch andere, die das dann sparen, die dann auch wirklich viel Geld zusammensparen, aber da gibt es auch einige, die das wirklich, ja, auf den Kopf hauen und dann auch, ja, Sachen wegschmeißen, die eigentlich noch gut sind. Genau, kommen wir zum Punkt 7, die Ehre. Das kennt ihr bestimmt auch von den Jugendlichen, ja, dass es da Jugendliche gibt, für die Regeln ganz wichtig sind, die sehr selbstdiszipliniert sind. Gerade bei den Flüchtlingen, bei anderen Kulturen habe ich das gemerkt, die sind ja oft sehr selbstdiszipliniert bei verschiedenen Sachen. Ja, also bei so Dingen, die im Koran stehen, da wird sich dann sehr, auch nicht an alle, aber nicht viel, an bestimmte Sachen wird sich dann sehr streng gehalten. Also da sind, gibt es moralische Prinzipien, die sehr, sehr wichtig sind. Und im Gegensatz dazu gibt es aber dann natürlich auch Typen, die, denen das nicht wirklich wichtig ist. Ja? Denen ist Ehre nicht wirklich wichtig. Die gucken eher nach dem persönlichen Nutzen, ja, was sie da jetzt persönlich daraus ziehen können. Aber ja, es gibt da jetzt keinen Ehrenkodex, nach dem gelebt wird. Das ist eher nebensächlich. Ja. Dann die Nummer 8, der Idealismus. Also es gibt jugendliche Menschen, die sehr nach sozialer Gerechtigkeit streben, die das nicht sehen können, wenn etwas ungerecht ist. Also die wollen auch wirklich gerne die Gesellschaft mitgestalten, weil sie bestimmte Sachen unfair finden. Ich glaube, deswegen studieren auch viele soziale Arbeit. Ich glaube, unter uns sind viele Sozialpädagogen, Erzieher, die den Job machen, weil sie einen hohen Idealismus haben. Weil sie eben die Welt verändern wollen, die Gesellschaft verändern wollen und genau, da einfach etwas tun wollen. Es gibt aber auch im Gegensatz dazu Typen, die, ja, wie kann man sagen, die realistisch sind, ja, die sagen, es gibt einfach auch Ungerechtigkeiten, das gehört dazu, das gehört in diese Welt dazu und ja, man kann sich nicht um alles kümmern, so. Das ist einfach die Realität. Genau, gibt es eben auch wieder
zwei Extreme und da gibt es auch Jugendliche, die sich gerne für soziale Gerechtigkeit einsetzen. Aber es gibt auch andere, denen das ein bisschen egal ist. Genau. Ein weiteres Merkmal sind Beziehungen. Da ist einem die Nähe zu anderen ganz wichtig. Beziehungen sind einem ganz wichtig. Die können sehr schwer alleine sein. Also die haben gerne immer jemanden um sich, was für andere oft mal auch zu viel sein kann. Also wenn man jetzt so ganz im Extremen ist, ja, dann ist das für manche auch eher zu viel, weil die immer jemanden um sich haben wollen. Und es gibt aber auch den anderen Typen, der introvertiert ist, ja, der nicht so gerne Beziehungen hat oder einfach nicht ständig Leute um sich haben will, der eher so der Alleingänger ist. Und wie gesagt, das sind aber wieder zwei Extreme. Dazwischen gibt es natürlich auch wieder ganz viel. Und da fallen mir auch gleich wieder Jugendliche ein, die einfach sehr viel Wert auf Beziehungen legen, für die es sehr schwierig ist, alleine zu sein, für die es schon schwer ist, die Zimmerzeit alleine zu gestalten. Also die gern immer, immer, immer jemanden um sich haben wollen. Und dann gibt es aber auch natürlich die anderen, die gar nicht aus der Zimmerzeit rauskommen wollen, die da gerne einfach den ganzen Tag verbringen würden, weil ihnen das zu viel ist. Und also ich kann das schon verstehen, zum Beispiel hier in den Auslandsprojekten, wenn die immer mit einem Betreuer zusammen sind, außer eben nachts oder in der Projektzeit, dann kann das schon viel werden. Also wenn man nicht so ein Beziehungstyp ist, dann kann das schon viel für einen werden. Ja, dann haben wir als Merkmal die Familie. Es gibt einmal Menschen, die auf Familie stehen, die sehr fürsorglich sind, die Kinder haben wollen und dann die Bedürfnisse der Kinder auch über die eigenen stellen. Also für die ist Familie hoch und heilig und das Wichtigste und sorgen sich da gerne. Und es gibt aber auch das andere Extrem, die auch gar keine Kinder wollen, weil ihnen das zu einengt ist. Ja? Also die sind eher individuell und ja, haben da eben nicht so Lust drauf auf Familie. Ja, ein anderer Punkt ist Status. Und also, was einem natürlich zuerst einfällt, ist der materielle Status. Ja, wenn Menschen einfach gerne ihren Status zeigen und das neueste Auto fahren und Markenklamotten. Und da gibt es natürlich auch Jugendliche, denen das super wichtig ist, die zeigen müssen, dass sie die neuesten Markenklamotten haben und und wollen damit über den anderen eben stehen oder besser sein als andere. Es gibt aber auch natürlich einen immateriellen Status, ja, also indem man zum Beispiel einen besonderen Titel hat, ja, einen Doktortitel oder zu einer bestimmten Gruppe gehört und damit seinen Status zeigt. Genau. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch Leute, denen das ziemlich egal ist, die ziemlich bescheiden leben und für die der Status eben keine Rolle spielt. Ja, das 12. Merkmal ist die Rache. Ja, also das bedeutet, dass jemand sich gerne mit anderen misst. Ja, der macht gerne Wettkämpfe. Also der kommt da so richtig in Fahrt, wenn er bei einem Wettkampf ist und wenn er gucken kann, wer ist der Stärkere, du oder ich. Das finden die wahnsinnig spannend. Das kann man auch gut in der Jugendhilfe dann verwenden, wenn man einen Jugendlichen hat, der da total drauf steht, dass man einfach aus allem einen Wettkampf macht. Ja. Gucken wir mal, wer eher fertig ist, du oder ich. So macht man das ja auch oft mal mit kleinen Kindern. Wenn die nicht laufen wollen, dann gucken wir mal, wer erster am Ende ist. Und wenn die dann hier diesen Wettkampfgeist haben, dann laufen die auch los, weil sie erster sein wollen. Und so funktioniert das auch oft bei den Jugendlichen. Außer die haben diesen Wettkampfgeist nicht. Ja, dann funktioniert es natürlich nicht. Dann stehen die eher mehr auf Harmonie. Dann muss man es eher auf diese Weise machen, dass man das harmonisch macht. Genau.
Ja, das nächste Merkmal ist Eros. Das ist die Freude an der Sexualität, aber auch an der Schönheit, an der Ästhetik. Also man macht gerne sinnliche Erfahrungen. Das kann auch Musik sein, es kann auch Kunst sein. Also es ist einem eben wichtig, so diese sinnlichen Erfahrungen. Und wenn man das nicht wichtig ist, dann lebt man eher asketisch, dann ist einem das alles nicht so wichtig. Ja, dann haben wir noch das Essen. Also es gibt Menschen, die da sehr, sehr Wert drauf legen. Für die ist, die sprechen dem Essen eine hohe Bedeutung zu. Das ist in der heutigen Zeit auch, finde ich, tun das viel, was heißt viele Menschen, einige Menschen, also es fängt an, ja, indem sie dann anfangen, kein Fleisch zu essen oder vegan, anfangen mit vegan und zu gucken, was gibt es da noch für andere Sachen und ausprobieren und gern kochen. Und dann gibt es natürlich auch das andere Extrem, die sagen, das ist mir völlig egal, die sich irgendwie ein Wurstbrot vom Laptop reinziehen oder eine Pizza und das eher Nebensache ist. Macht man sich auch nicht so Gedanken darüber. Genau, dann haben wir als 15. Punkt noch die körperliche Aktivität, das, was ich vorher schon gesagt habe. Es kann sein, dass du vielleicht der Typ bist, dem Sport wahnsinnig wichtig ist, ja, der sich gerne bewegt, der das braucht, ja, der sich einfach auch nicht gut fühlt, wenn er sich nicht bewegen kann. Und es gibt aber auch eben das andere Extrem, kennen wir auch, jeder kennt da bestimmt ein Beispiel, von Leuten, die einfach gern faul auf der Couch liegen und sich da nicht so gerne bewegen. Genau. Ja, und als letzten Punkt, als letztes Merkmal vom Rise Motivation Profile ist die Ruhe. Das bedeutet, dass es Menschen gibt, die ihr Leben gerne stressfrei halten wollen, also nur kein Stress, nur keine Angst, nur kein Schmerz, ja, die das alles vermeiden wollen, also die einen Weg gehen, der das einfach gerne vermeidet, die mit Schmerzen auch nicht umgehen können und einfach auch nicht gerne neue Sachen ausprobieren. Und im Gegensatz dazu gibt es eben die Entdecker, die Abenteurer, die gerne reisen, die sich gern in Abenteuer stürzen, die gerne Neues kennenlernen, die sich selbst auch als sehr mutig finden, ja, weil sie eben von sich selbst überzeugt sind und an ihre Fähigkeiten glauben und deswegen auch kein Problem haben, in die Welt zu gehen und neue Dinge zu entdecken. Ja, also da finde ich auch, kann man auch nochmal gucken, was für ein Typ ist der Jugendliche. Ja, ist das ein Jugendlicher, der einfach gerne Angst, Stress vermeidet? Oder ist das jemand, der gern auf Entdeckungsreisen geht? Und genau, also da gibt es auch wieder diese beiden Extreme. Und je nachdem kann man eben entsprechend mit dem Jugendlichen umgehen. Ja, ich hoffe, du fandst diese 16 Merkmale auch ganz spannend. Du kannst auch natürlich gerne den Test machen im Internet. Auch vielleicht mal mit dem Jugendlichen, dass der auch mal sieht, wo steht er und was ist für ihn eigentlich wichtig so im Leben. Und dass er halt auch, er oder sie, auch diese 16 Profilmerkmale kennenlernt und vielleicht auch verschiedene Sachen versteht, warum er in manchen Situationen so handelt oder nicht handelt, weil ihm das eben nicht wichtig ist. Genau, ja. Also wie gesagt, ich hoffe, dir hat es ein bisschen weitergeholfen. Ich hoffe, du denkst auch an die intrinsische Motivation und versuchst so ein bisschen, das in den Jugendlichen zu wecken, zu gucken, was ist ihr Talent, was ist ihre Fähigkeiten, was können sie besonders gut, und damit kann man die Jugendlichen dann am besten motivieren. Ja, weil die extrinsische kennt ihr alle zu gut, Belohnung, Bestrafung. Aber wenn die intrinsische zu hoch ist, dann funktioniert das auch oft nicht. Genau, und wie gesagt, der Gedanke, den ich am Anfang noch mitgegeben habe, immer auch mal zu gucken, zu was wollen wir die Jugendlichen eigentlich motivieren? Ist das jetzt überhaupt sinnvoll angebracht oder ist das eher,
unser Ding, ja, was wir wichtig finden, aber was für den Jugendlichen einfach gar nicht wichtig ist und für sein Leben. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß dabei, die Jugendlichen zu motivieren, vielleicht den Test zu machen und beim Rausfinden, was denn jetzt die Fähigkeiten der Jugendlichen sind. Und ich lade dich natürlich wie immer bei jeder Podcast-Folge lade ich dich in die Facebook-Gruppe ein, Mindset für die Jugendhilfe, wo du dich gerne mit uns austauschen kannst. Wir freuen uns auf dich.